Freunde, was geht? Herzlich willkommen mit der lieben Bratwurst zu einer weiteren Folge Master Builders. Hallo Bratwurst, guten Hallo. Tag. Hallo. Nein, mit dabei ist natürlich die liebe Eve. Wo ist sie denn? Schön kross ist die Eve heute. Ah, okay, gut. Dann habe ich schon wieder was ich zur Anzeige bringen könnte. Das ist alles sexuelle Belästigung Minderjähriger. Ich bin nämlich erst 14. So, schauen wir mal, was wir heute als Begriff bekommen. Und ihr kennt die liebe Eve bereits. Die baut immer sehr, sehr schöne Sachen. Wir bauen heute einen Vogel, oh. Eve. Das ja, machen Thema, wir das? Das hatte ich tatsächlich noch lange. Das hatte ich noch gar nicht, Mann. Hattest du wirklich noch gar nicht? Nee, echt nicht. Das Thema Vogel. Ach, du lügst doch. Thema, ich muss mal ein bisschen. Nee, ehrlich, jetzt muss ich mal ein klein bisschen lauter im Teamspeak machen. Du bist irgendwie so leise gewesen, Eve. Das ist aber gar nicht. Wie bitte? Nix. Ach, nix. Achso, hast du mal auch. Genau. Also, ja, weiß, klar, genau alles runtergeladen. Jetzt, so. Scheiße. Ich bin schon wieder hier voll im. So. Ne? Ich baue einen Geilo-Vogel. Ich baue so, glaube ich, so einen kleinen Kanarenvögel oder sowas. Ja? Weißt du denn, wie ein Vogel aussieht? Nee. Du? Nö. Aber ich komme ja lange nicht mehr draußen. Ich komme vom Land, ja, das sieht man dir auch an. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber ich meine, ach Mann, der Wortwitz Vögeln funktioniert im Englischen gar nicht, ne? Birden? Birden, so. Nee. Birding, so, das geht nicht. Oh ne? Mann. Ja, schade, okay, gut, das hätte ich jetzt lustige Witze gemacht, aber das geht ja nicht im Englischen. Also hätte ich auch wahrscheinlich wieder nur einfach einen Strike bekommen, weil, du baust ja nur einen Pimmel. Aber im Deutschen macht es ja wenigstens noch Sinn, wenn man bei gibt Vogel. Gibt Sinn, ne? Heißt das? Gibt Sinn, macht Sinn. Halt dein Maul, Eve. So. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie weit Vögelchen aussieht. Ich habe hier einen sehr schönen Plan gemacht. So. Ich könnte natürlich auch noch. Wie bitte? Ich wollte fragen, ob du wieder gegoogelt hast. Nee, habe ich nicht. Ich baue jetzt einfach mal drauf los, tatsächlich. Oha. Ich glaube, ich baue einen. Wie heißen sie? Die gelben Dinger sind so klein. Sind Kanarienvögel, ne? Glaube ich. Ja, genau. Eiseule heißt es. Eiseule. Du bist ja auch so eine Eiseule. Ich bin richtig echter Freund geworden, auch Eve, wirklich. Boah. Ja, sorry, Bro. Nee. So, da müssen wir auf jeden Fall nochmal diskutieren. Ich bin fertig. Ja, geil. Alles klar. Fertig, Leute. Ja, bist du so mutig und lässt das mal stehen? Nein, auf keinen Fall. Das traust dich nicht, ne? Ja, ich muss ja auch gewinnen. Ich bin der fucking der Master Builder Champion, Alter. Ja, also, gut. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt einfach verliere, ne? Ich finde, das kann schon sein. Was sieht aus wie ein Huhn bei mir? Scheiße. Scheiße. Ist ja auch ein Bird, ne? Streng genommen. Ja, es ist also unter einem Vogel verstehe ich jetzt mehr so einen kleinen Spatz oder sowas. Okay. Also tut mir leid. Bird ist für mich ein Spatz und kein Huhn und auch keine Eule. Ich habe auch gerade überlegt, eine Eule zu bauen, weil ich das hier schon mal gemacht habe. Aber man muss sich auch auf neue Sachen einlassen. Richtig, man muss offen für Neues sein, vor allem im Alter. Eben. Ja, gut, da will ich jetzt auch keine Diskussion mit dir drüber anfangen, Eve. Da könnt ihr dann gerne mal auf Eves Kanal vorbeischauen, wenn ihr da irgendwie Informationen zu haben wollt. Du bist jetzt auch nicht mehr so der Jüngste, oder? Doch, ich bin auch relativ knackig. Meinst kann man du? Sich, ja, knackig. Also definitiv. Knackig hat ja nichts jung. Mit als jung oder nö, so. Also ich bin jetzt, wie alt bin ich? Ja. Hab's vergessen. Mutter, hilf mir. ich bin 23 eher, also ich bin ja noch jung. Oh ja, okay, gut, das stimmt. Also 23, das, super, das ist super, ja. Super, der sweete junge Boy bin ich, das Alter. Das stimmt, Alter. Da bist du ja noch richtig. Ja? Ne? Ja, Dings. Richtig geilo. Ja, so. Total. richtiger geilo Cowboy. Alter, so, was ist kaputt? Mit dir immer ganz schön weird, aber das ist schön, das freut mich und das mögen die Zuschauer ja auch und deshalb machen wir das ja auch hier. Das liegt auch mit daran, dass ich mal so highly concentrated bin, wenn ich hier baue, ne? Oh, weil ich habe ja auch einen Anspruch. Mein Vogel hatte gerade seinen Pipi, Mann, den habe ich ja weggemacht. Oh, das ist, warum? Ja, ich weiß nicht, braucht ein Vogel unbedingt einen Pipi, Mann. Die haben also auch gar keinen. Gar nicht. Die haben ja, Pipi-Mann? Die haben ja, glaube ich, auch eine Kloake, ne? Das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oh Gott, ich mach das erste Mal ein Tier, was wirklich tatsächlich Augen hat. Das ist schon. So viel Zeit hatte ich nie. Also mein Vogel ist einfach nur sweet, ist einfach nur süß. Einfach ein super süßer Vogel. Findest du deinen jetzt nicht so süß? Doch, der ist sehr süß. Also, super süß, würde ich fast auch sagen. Aber ich bin ja immer so eher für Understatement. Mhm, okay. Und werde deswegen auch verlieren wahrscheinlich. Aber, oh Gott! Ja. Ich kann mich immer... Oh Mann, es sieht... jetzt... weißt mein du, Vogel, ja? Ja, auf den letzten Metern und so werde ich immer so unsicher und dann weiß ich nicht mehr. Gut, da könnt ihr euch auch mal mit Eve drüber unterhalten. Also Eve hat auf jeden Fall einiges an, ja, an interessanten Themen für euch vorbereitet. Ja, also ja. Wer da Bock drauf hat, meldet euch auf jeden Fall bei der lieben Eve in den Kommentaren. Link ist in der Beschreibung. So, ich finde meinen Vogel geilo.
Okay, ich bin gespannt. Aber Vogel, Alter. Der wird richtig abgevögelt, Eve. Guck mal. Na toll. Oh, da freue ich richtig, mich. Richtig weggevögelt ja, ist der, Alter. Das ist doch toll. Also das ist ja wirklich schön. Ja, da kriegt man auch noch was für sein Geld. Da freue ich mich. Doch. Ich hab, du sagst, du zahlst? Ja, klar. Also sonst. Ich würde dafür nicht bezahlen. Ja, klar. Wenn man gut aussieht, geht das. Das wusste ich nicht. Ja, shit. Ja, klar, wäre auch, ne? Ja, nee, so, klar. Man lernt ja nie aus. Danke, dass du mir das sagst. Du hast ja bestimmt Erfahrungen mit. So, das ist doch ganz geil eigentlich. Also ich finde meinen Vogel echt süß. Der ist niedlich geworden. Ich mag den. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich meinen mag. Ich finde meinen ganz cool. Oh, Angry Bird. Das ist ein Apfel. Was ist... Yeah, okay. Angry Bird. Yeah, okay. Das ist... It's okay. Okay. Also ich, Angry Birds, ja, das ist natürlich über den Tellerrand geschaut. Aber ich kenne Angry Birds tatsächlich. Nur also, ich kenne jetzt diesen Vogel nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, welcher das sein sollte. Oh! Oh, Alter, das ist dein. Da gibt's direkt mal einen Amazing. Das ist deiner auf jeden Fall. Ja, da gibt's einen Wow, Everything is Awesome. Der ist nicht von mir, aber der ist mega krass gut. Oh Mann, der sieht aus wie meiner und ich mache Amazing. Ich mache Amazing, weil er hat nämlich drumherum nichts gebaut. Da finde ich für einen Wow, Everything aber richtig gut, Alter. Oh Mann. Der ist übertrieben gut. Wessen war das? Der ist richtig gut. Das ist meiner. Das ist dein. Guck mal, das ist ein fetter alter Mann, der auf dem Baum sitzt. Und keine Hose. Der sagt mir auch, was ist das denn für ein Vogel? Das ist kein Vogel, das ist ein dicker alter Mann, den ich gebaut habe. Guck, der hat zwei schwarze Beine, einen fetten Bauch und kein Pipi-Mann. Super. Sagen wir es mal so, ich find's geil, aber am Thema vorbei. Na? Das ist doch geil, oder? Guck mal, hier siehst du das? Das ist, Das ist auch ein Vogel. Roter Vogel! Roter Vogel! Was ist das? Roter Vogel! Boah, Alter. Bluten deine Augen auch so krass gerade? Ja, tut mir leid, daher auch der Husten. Es rackert. Ich glaube sogar, der It's Wolf HD gewinnt, tatsächlich. Ja, aber okay, meiner, das ist nicht das meiner. Das ist süß, da gebe ich mal ein Gut. Naja, gut, doch, gut. Ich mache das okay. Nieten. Boah, besser, ich habe schlechter als du bewertet. Das wird in den Kommentaren wird Wellen krass schlagen. Das wie wird... ist es denn, Eve? Vögelst du in deiner Freizeit auch? Also beobachtest du Vögel im Wald? Ja, klar. Ist boah, der ist toll. Der ist voll süß. Ja, da gebe ich mal ein Gut. Nee, komm, das ist awesome. Nein, das ist doch wunderschön. Nein, tut mir leid. Also ein bisschen too much, ne? Hast du ganz gut gemacht, so einen gelben kleinen Kackvogel. Der ist nicht verkehrt. Also ne? Ich finde den. Kann man mal moken, finde ich. Woher wissen die Leute immer, dass das. Woher wissen die immer, wer was gebaut hat? Nein, das ist halt einfach. Was steht da? Heil. Was steht da? Hella. Was? Heil Revi. Okay, Leute. Oh Gott. It's okay. Das geht mir auf jeden Fall ein bisschen zu weit. Mal ist er bleeding. Die Wortwahl vielleicht mal beachten. Oh, der Vogel ist doch gar nicht so schlecht. Den kann man ja, aber, machen, ne? Aber ich bin da konsequent. Oh, okay, ach, guck, der ist auch leg auch, Eier. Der ist auch gut. Ja, das finde ich aber gut. Das ist echt geil. Ich mach der kackt, der kackt. Das ist ach Vogelkacke. So. Oh, das Gimmick hätte ich auch noch einbauen müssen. Mist. Das ist sehr geil. Ah, Vogelkacke. Aber das ist ein Hühnchen irgendwie. Ja, ein Hahn. Ne? Aber ist ja auch ein Bird. Also irgendwie. Okay, der ist, der ist okay, ne? Ja, ist okay, würde ich auch sagen. Aber den finde ich von der Farbe her schön. So ein blauer Vogel mit einem rosa-orange Schnabel. Ja. Der ist so oben so ein bisschen platt, ne? Der Titel wird sowas von sein, Eve Vögelt. Das ist so ein guter Titel, Mann. Oh, guck mal. Dann brauchst du aber auch ein Bild davon. Oh, dann. Mit Zulaun, nee, guck mal, mit Natur, der hat einen Wurm im Mund. Was? Wie viel Zeit hatte der denn? Richtig geil. Da gebe ich Wow Everything is Awesome. Das finde ich geil. Das finde ich wollte ich auch cool machen. Wenn du das machst, mache ich Amazing. Ach, Mann. Opfer. Du hattest wieder 10 Minuten, oder? Durftest bis zum Schluss bauen. Ei. Du Anfänger, ey. Du kriegst mal so einen Mitleidsgewinn, kriegst du immer, damit du nicht weinend auf der Couch zusammenbrichst. Das habe ich auch noch nebenbei gebaut hier. Das ist nicht so geil. Das ist ein Vogel mit einer Kackwurst im Mund. Nee. Ja, ganz ehrlich. Wer Kacke frisst, der hat verloren. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall geil. Ich bin mal gespannt, wer gewinnen hat. Wer hat gewinnen, meine Freunde? Wer hat gewinnen? Ich! Na, ich glaube hier, ja, ich wusste, dass er gewinnt. Ja. Der war auch einfach extrem gut, muss man mal dazu sagen. Schade, das Surrounding hat mir ja nicht so ganz gut gefallen. Der war auch nicht komplett symmetrisch. Aber das muss er nicht. Nichtsdestotrotz, schöner Vogel auf jeden Fall. Good game, Leute. Und wenn ihr jetzt mehr über Eves Vögeltaktiken wissen wollt, dann schaut einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, lasst einen Daumen hoch da, schaut bei der lieben Eve vorbei. Und hast du mal auch da mal. Tschüss, ne? Tschüss! Tschüss! Okay, bist du bereit, Eve, für richtig geile Action? Freu mich. Ja, wirkt jetzt nicht so motiviert. Ah, oh, doch, ich freu mich total. Okay, gut, das kann ich schon zur Anzeige bringen, das reicht mir.